Auch als Online-Trainerin kannst du deine Kreativität einbringen oder dich kreativ austoben, wie ich es genannt habe. Vielleicht denkst du, du bist gar nicht kreativ und willst dich auch nicht kreativ austoben. Oder du bist froh, dass du wieder Präsenzseminare machen kannst und stehst gar nicht so auf Online-Seminaren. Aber ich kann dir sagen, an Online-Seminaren wirst du als Trainerin langfristig nicht vorbeikommen. Und dann gestalte sie doch besser so, dass du und deine Teilnehmenden auch Spaß dabei habt, indem ihr unter anderem eben eure Kreativität einbringen könnt. Vor allen Dingen ist es aber auch für deine Kunden und deine Teilnehmenden natürlich sehr viel angenehmer, wenn sie sich nicht langweilen, sondern deine Online-Seminare abwechslungsreich sind. Wenn sie eben nicht anstrengend sind, sondern es leicht geht. Und wenn sie nicht zugeschüttet werden mit drögen PowerPoint-Vorträgen und nachher nichts behalten haben, sondern mit Freude und Leichtigkeit ganz viel lernen. Und vor allem, wenn sie nicht zur Passivität verdammt sind, so nach dem Motto, schreib deine Fragen in den Chat, sondern wenn du sie aktiv beteiligst. Und um es auf den Punkt zu bringen, die inhaltliche Qualität und die methodische Gestaltung deiner Online-Seminare kannst du genauso wertvoll gestalten wie deine Präsenzseminare. Und zusätzlich ersparst du deinen Kunden natürlich eine Menge Zeit und Kosten. Hier geht es aber vor allen Dingen um Methodik, Didaktik. Und mit Kreativität austoben meine ich, dass du all die Möglichkeiten nutzt, die online inzwischen möglich sind, um deine Teilnehmenden aktiv zu beteiligen. Und was bedeutet das jetzt für Online-Seminare? Voraussetzung ist, dass du erstmal vielleicht deine Einstellung oder deine Vorstellung von Online-Seminaren etwas umstellst und anpasst und erweiterst. Ich erlebe nämlich als Teilnehmern immer noch zu 90% Online-Seminare, wo ein PowerPoint-Vortrag gehalten wird oder die Trainerin einfach irgendwas erzählt und wir eben höchstens mal was in den Chat schreiben. Das ist aber kein Seminar, schon gar kein Workshop, das ist eben ein Vortrag und dann noch meistens ein schlechter. Schau doch mal als erstes, was macht deine Präsenzseminare besonders wertvoll? Was schätzt du da besonders? Und dann schau, wie kannst du das Gleiche auch wirklich online erreichen? Und ich sag dir, das ist in 95% der Fälle möglich. Das Einzige, was online nicht möglich ist, ist sich anzufassen, das heißt andere anzufassen. Aber ansonsten ist viel, viel mehr möglich, als die meisten denken. Und der entscheidende Punkt, ob Seminare effektiv und gut sind oder nicht, ist gar nicht so sehr der äußere Rahmen, eben ob es online oder Präsenz ist, sondern wie solche Teilnehmeraktivitäten methodisch, didaktisch vorbereitet und angeleitet werden. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Aber nochmal erst zurück zu den Vorurteilen oder Bedenken, die viele Trainer haben, wo sie sagen, nee, das geht online nicht genauso gut wie Präsenz. Eine der Aussagen ist, ich habe nicht so einen guten Kontakt zu den Teilnehmenden. Wie gesagt, anfassen, in den Arm nehmen geht in der Tat online nicht. Aber wenn du auch online nicht mehr als 12 Teilnehmende hast, wie ich das in Präsenzseminaren auch immer hatte, dann kannst du sie recht gut sehen. Und ich behaupte sogar teilweise besser. Du siehst zwar nicht den ganzen Körper, aber dafür siehst du das Gesicht deutlicher. Und ich habe eine Methode gerade vor Augen. Diese Energizer, mein Huhn legt 12 Eier. Da bekomme ich ganz genau mit. Ich sage immer, bitte schreibt nicht auf. Ihr sollt das auswendig können. Ne? Das ist ja gerade so eine Konzentrationstechnik. Und ich kann genau erkennen online, wer doch heimlich mitgeschrieben hat und dann das versucht abzulesen. Das würde mir Präsenz unter Umständen gar nicht so auffallen. Das nur als kleines Beispiel. Aber es hängt natürlich vor allem von den Methoden ab, die du einsetzt. Wenn Teilnehmende nur stumm da sitzen und nur in den Chat schreiben dürfen, dann hast du natürlich keinen tollen Kontakt. Wenn du sie aber durch interaktive Methoden auf ganz unterschiedliche Arten beteiligst, dann bekommst du eine ganze Menge mit. Du kannst mit jedem einzelnen Teilnehmer sprechen und sie dabei auch großschalten, also anpinnen. Du kannst deine Teilnehmenden nacheinander zu einer Fragestellung oder Aufgabe etwas sagen lassen. Vor allen Dingen auch gleich beim Einstieg, da ist es sehr gut, wenn man mal von jedem die Stimme hört. Weitere Bedenken: Online gibt es nur sehr einseitige und eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten. Ich habe dazu in meinem Blogbeitrag eine Tabelle erstellt. Ich verlinke das hier unter dem Video, aber ich kann es jetzt auch kurz vortragen. Ich habe da einfach mal verglichen. Was mache ich an Methoden oder was habe ich früher an Methoden in Präsenzseminaren gemacht und wie kann ich die gleiche Methode online machen? Ich lese das jetzt einfach mal ab. Also im Präsenzseminar sitzen die Teilnehmenden im Kreis und wir tauschen uns reihum aus.
Ja, im Online-Seminar sehe ich die Teilnehmenden auf den Videokacheln und wir tauschen uns reihum aus. Im Präsenzseminar gehen die Teilnehmer an eine Pinnwand und hängen Moderationskarten auf und erläutern die. Im Online-Seminar können sie auch Notizzettel an ein Whiteboard pinnen und erläutern. Im Präsenzseminar schreiben Teilnehmende auch schon mal was auf dem Flipchart. Im Online-Seminar schreiben die Teilnehmenden auf ein Whiteboard. Im Präsenzseminar gehen sie in verschiedene Arbeitsgruppenräume. Das geht ja online jetzt auch mit den Breakout Rooms. Da gehen die Teilnehmenden eben auch in verschiedene Gruppenräume. Dann eine sehr nette Methode, die Murmelgruppen. Da drehen sich in Präsenzseminaren immer drei zusammen und tauschen sich ganz kurz 3 Minuten zu einer konkreten Fragestellung aus. Auch das kann ich eben online in Breakout Rooms machen oder auch als Variante im Privatchat, dass sich da immer drei zu einem Thema austauschen. Ich denke, das reicht jetzt mal so als Beispiele. Also so riesig ist der Unterschied eben wirklich nicht. Und wie gesagt, der entscheidende Punkt ist eben gar nicht der äußere Rahmen, sondern wie ich eben solche Teilnehmeraktivitäten methodisch, didaktisch durchführe. Und davon hängt es viel mehr ab, ob die Arbeit effektiv ist und weniger davon, ob es online oder offline ist. Ja, und was bedeutet jetzt in dem Zusammenhang kreativ? Schauen wir uns erstmal die Kreativität auf Trainerseite an. Das fängt schon an mit der Seminarplanung. Ich mache alle Seminarplanungen seit Jahren mit Mindmaps. Das geht einfach, wie ich finde, am schnellsten. Und da kann ich mich auch kreativ wirklich austoben. Ich kann mit Farben arbeiten, ich kann mit Symbolen, mit Zeichnungen arbeiten. Egal, ob ich das jetzt online oder mit der Hand gestalte, das ist auf jeden Fall eine wunderbare kreative Methode, wo ich auch ganz schnell einen Gesamtüberblick habe. Aber wenn du mit Mindmaps nichts anfangen kannst, du kannst auch mit Post-its auf dem Flipchart, mit Filzstiften auf Papier, also auf ganz unterschiedliche Art kannst du auch deine Planung kreativ gestalten und musst das nicht nur so dröge nach einer Tabelle machen. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Methodenentwicklung. Da kann ich mich so richtig kreativ austoben und da gerate ich oft wirklich in so einen kreativen Flow, in so einen Rauschzustand. Das macht mir einfach total Spaß. Sei es, dass ich eben gucke, wie kann ich bisherige tolle Präsenzmethoden in Online umwandeln. Oft erfinde ich auch ganz neue Methoden. Manchmal muss man nur ein klein wenig anpassen oder zu bestehenden Methoden überlege ich mir noch zwei, drei Varianten. Das heißt, das macht auch in der Vorbereitung dann schon mir als Trainerin sehr viel Spaß und da kann ich ganz viel Kreativität ausleben. Und der dritte Punkt ist natürlich dazu auch dann die richtigen Tools finden und auswählen. Und ich behaupte mal, da gibt es in der Online-Welt inzwischen noch viel mehr kreative Möglichkeiten als in Präsenz, weil da ja ständig neue Entwicklungen sind. Und auch wenn ich keinen Gegenstand in die Raummitte legen kann, kann ich sie doch auf einer Folie zeigen oder in die Webcam halten. Und es gibt aber inzwischen auch so viele tolle Möglichkeiten auf dem Zoom-Whiteboard, bei Miro oder bei anderen Plattformen, dass ich das sehr, sehr abwechslungsreich gestalten kann. Zum Beispiel können die Teilnehmenden auch in Gruppen an Mindmaps arbeiten und dann von Mindmap zu Mindmap springen. In Präsenzseminaren haben wir die dann weitergereicht. Hier können sie jetzt online von Mindmap zu Mindmap hüpfen. Sie können auch bunte Post-its hin und her schieben, Domino, Memory, ja auch Activity spielen. Also all diese Dinge, wo man erst dachte, das geht nur in Präsenz, geht jetzt auch bei diesen neuen Zoom-Whiteboards wunderbar. Du kannst da eben auch Fotos hochladen, Kärtchen anlegen, mit einem Klick ein Mindmap anlegen. Also da ist sehr, sehr viel möglich, wie du methodisch auch sehr kreativ arbeiten kannst. Und wenn du dann noch Ton und Video dazu nimmst und demnächst auch noch KI, dann ist der Kreativität Tür und Tor geöffnet. Schauen wir uns jetzt die Kreativität auf Teilnehmerseite an. Einmal können sie sich kreativ einbringen. Ich nehme als Beispiel meine Uraltmethode Flohmarkt, also gleich beim Einstieg können sie eben zu bestimmten Gegenständen kreativ assoziieren und spinnen. Da kriege ich auch schon mit, wem fällt das leicht, wer hat eher noch Mühe, jetzt so ein bisschen kreativer rumzuspinnen. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Es gibt da aber noch viel mehr, wo gleich zu Beginn sich alle spielerisch und kreativ erleben dürfen und auch oft ganz erstaunt sind, wie viel Spaß ihnen das macht. Dann gibt es auch viele Formen, wie Teilnehmende kreativ sich etwas erarbeiten können.
In Gruppenarbeiten können sie auf sehr vielfältige Weise kreativ werden, wenn ich als Trainerin das methodisch entsprechend vorbereite und ihnen vorher auch vielleicht bestimmte Tools zeige, das mit ihnen einübe. Das dauert aber oft nicht länger als 5 Minuten und dann können sie alleine in den Gruppenräumen oder manchmal auch in Einzelarbeit loslegen. Auf jeden Fall ist es wichtig, konkrete methodische Anweisungen zu geben und nicht einfach die Teilnehmenden in Gruppenräume zu schicken und zu sagen, tauscht euch mal aus. Das bringt in der Regel nicht viel. Ja, ein weiterer Punkt, den ich auch sehr liebe, ist das kreative Präsentieren. Es ist nämlich absolut ätzend und langweilig, wenn Teilnehmer aus Gruppen kommen und dann einfach nochmal wiederkäuen, was sie da vorher schon erarbeitet haben und das dann vom Whiteboard ablesen. Das bringt den anderen nicht viel und für sie selber ist es, wie gesagt, eine doofe Wiederholung. Von daher bekommen sie bei mir immer die Aufgabe, das nachher kreativ zu präsentieren. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Vorgaben. Dann mal können sie es frei wählen, mal wird es durch Zufall ausgewählt, wer jetzt was in welcher Form präsentieren muss. Das hat aber auf jeden Fall zur Folge, dass sowohl das Erarbeiten Spaß macht und da auch nochmal neue Fähigkeiten gefordert sind und dass es vor allen Dingen auch den Zuschauenden nachher Freude bereitet und die sich nicht langweilen bei irgendeinem Ablesen von einer Sammlung auf dem Whiteboard. Ja, dann nochmal zu dir als Trainerin. Du kannst das Wort Kreativität auch ganz wörtlich nehmen. Also ich nehme da jetzt mal wieder mich als Beispiel. Ich biele gerne, bewege mich gerne. Das baue ich sowieso in Online-Seminare schon immer ein. Also bei Energizern gibt es ja auch sehr bewegte, sehr spielerische Methoden. Und ich mache unter anderem auch Yoga mit den Teilnehmenden, weil ich unter anderem auch Yogalehrerin bin. Ich male auch gerne, aber auch das kann ich einbringen. Sei es, dass ich speziell was für ein Online-Seminar vorbereite und zeichne oder ich nehme ein Bild aus meinem Art-Journal, packe das auf eine Folie. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich wandere auch gerne, auch dazu habe ich ein Format gemacht. Einmal den Kreativwalk, wo wir einen Tag so verschiedene Kreativstationen ablaufen. Also es geht da um konkrete Fragestellungen. Und anschließend 5 Tage noch Online-Seminar, wo das weiter bearbeitet wird. Oder die große Fassung, mein Seminar in der Türkei, jeweils im Mai und Oktober, über 5 oder 6 Tage, wo wir auch kreative Ideenfindung und Wandern miteinander verbinden. Also da kann ich das auch in die Arbeit einbringen. Andere kreative Seite, ich schreibe von Kindheit an gerne und habe ja auch schon über 22 Bücher geschrieben, blogge schon ewig, schreibe seit Jahrzehnten Newsletter, also oder Skripts für die Online-Seminare. Also diese Seite kann ich ja total auch in meine Arbeit integrieren. Und mit dem Malen noch, also ich mache da auch oft selbstgemalte Lesezeichen und wenn jemand eins meiner Bücher in meinem Shop kauft, bekommt er auch noch so ein Lesezeichen. Also so kann ich auch diese real kreativen oder wirklich kreativen Sachen auch in die Arbeit einbinden. Ich denke, du musst einfach erstmal auf die Idee kommen oder dir das zugestehen. Und daher meine Frage, was fällt dir ein, wie du deine Kreativität in deine Arbeit einfließen lassen kannst? Also aus meiner Sicht ist in Online-Seminaren Kreativität in keiner Weise eingeschränkt, sondern ich kann sie auf sehr vielfältige Weise einbringen und auch ausleben. Ja, und all das kannst du auch in meiner Online-Trainer-Ausbildung erleben und lernen und für deine eigenen Themen aufbereiten. Auch dazu stelle ich dir die Informationen unten unter das Video. Ende November startet die nächste Ausbildung, also es gibt es immer im Frühjahr und im Herbst. Ja, viel Spaß bei deinen kreativen Online-Seminaren, Workshops, was auch immer. Tschüss!